So, wir haben es geschafft. Unsere Aufgabe war es quasi bei der Betrachtung dieser drei verschiedenen Bereichen, die eben in den meisten Wachstumsmodellen oder eigentlich fast allen Wachstumsmodellen auf jeden Fall vorkommen, vier Gleichungen zu generieren, um eben unsere vier endogenen Variablen, die wir am Anfang festgestellt haben, erklären zu können. Wir haben uns den Firmensektor angeguckt. Wir hatten da den Zusammenhang zwischen dem Lohn und oder den Lohn als Residualgröße, wenn wir von der Produktion das abziehen, was an Profiten an die Kapitalistinnen geht. Und wir hatten hier die Gleichung für den Konsum als das Residuum vom Output, wenn wir davon eben alles abziehen, was als Investition in den Kapitalstock investiert wird, uns angesehen, haben uns während dem Firmensektor noch viele andere wichtige Konzepte angeguckt. Wir haben uns angeschaut, wie zwischen Produktionstechniken entschieden wird. Wir haben dieses Konzept der Social Accounting Matrix eingeführt, der Balance Sheets etc. Also das war wirklich ein relativ großer ja, Kampf, könnte man sagen, hier die Auseinandersetzung mit dem Firmen- bzw. Produktionssektor. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben hier viele Konzepte uns angeeignet, die uns noch sehr, sehr häufig sehr, sehr nützlich zukommen werden. Wir haben danach im Haushaltssektor die Cambridge-Gleichung hergeleitet, die uns hier eine Beschreibung des Kapitalwachstums angeht. Wir haben das gemacht, indem wir ein intertemporales Nutzoptimierungsproblem gelöst haben, nämlich das der Kapitalistin, die sich zwischen Konsum und Sparen entscheiden mussten. Und wir haben am Arbeitsmarkt verschiedene Modelle kennengelernt, das Conventional Wage Model, das neoklassische Full Employment Modell für den Fall von fixen Produktionstechniken. Von fixen Produktionstechniken beziehungsweise von vielen Produktionstechniken haben hier drei alternative Gleichungen sozusagen rausbekommen und haben es jetzt tatsächlich geschafft, aus der Betrachtung von diesen drei Sektoren hier vier Modellgleichungen zusammenzupflücken, die es uns jetzt eben erlaubt, ein komplettes Wachstumsmodell zu formulieren mit unseren vier endogenen Variablen. Deswegen an dieser Stelle jetzt nur noch kurz die abschließende Zusammenfassung. Wir sind gestartet mit der Feststellung, dass Wachstumsmodelle immer aus endogenen und exogenen Variablen bestehen. Exogene Variablen sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre Änderungen exogen durch uns vorgegeben werden. Änderungen der endogenen Variablen ergeben sich durch die im Modell postulierten Prozesse. Das heißt, wir können da sagen, dass die Variation in den endogenen Variablen erklärt wird. Das ist natürlich cool. Kehrseite ist, für jede endogene Variable brauchen wir eine Modellgleichung, die einen wichtigen Mechanismus repräsentiert. Die minimale Anzahl von endogenen Variablen in einem Wachstumsmodell ist generell vier und demzufolge bestehen ein Wachstumsmodell in der Regel mindestens aus den folgenden drei Elementen oder Bereichen: dem Produktionssektor, wo über Produktionstechniken und Output entschieden wird, im Haushaltssektor, wo sich Haushalte zwischen Sparen und Konsumieren entscheiden, und einem Arbeitsmarkt, in dem sich Arbeiterinnen und Firmen koordinieren bezüglich Lohn und genau Beschäftigungsnachfrage und Angebot. Es gibt natürlich auch viel komplexere Modelle, die noch viel mehr endogene Variablen erklären. Die haben aber dann dementsprechend auch mehr Gleichungen. Und es kommt, wie wir in dem ersten Teil kennengelernt haben, durchaus mit Trade-offs einher. Das ist dann schwieriger zu verstehen, schwieriger zu verifizieren. Und deswegen ist es hilfreich, immer mit einem einfachen Modell zu starten, dieses dann Stück für Stück zu erweitern. Wir werden nicht alle Erweiterungen in diesem Kurs hier machen, natürlich nicht. Aber wenn man es anhand von einigen Beispielen gelernt hat, dann wird es euch auch für komplexere Fälle deutlich leichter fallen. Was vielleicht noch auffällig gewesen ist, so der Produktionssektor, der wird in verschiedenen Paradigmen in der Regel recht ähnlich betrachtet. Das wird in modernen Modellen fächert sich das dann noch ein bisschen auf, insbesondere wenn man so evolutorische Ansätze sich dann noch anguckt. In den anderen Bereichen gibt es dagegen sehr, sehr große Unterschiede, wobei wir diese Unterschiede nur bedingt abgebildet haben, weil quasi unsere Betrachtung vom Haushaltssektor mit dem intertemporalen Maximierungsproblem recht neoklassisch war. Aber wie ich auch schon gesagt habe, das kommt einfach tatsächlich auch sehr, sehr häufig vor. In dem Sinne war das jetzt, glaube ich, eine lohnenswerte Investition. Das war es dann von dieser Doppelfolge sozusagen. Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Wir können jetzt nächste Woche dann quasi mit den richtigen Wachstumsmodellen einsteigen, schauen uns da zunächst mal klassische Wachstumsmodelle an, dann in der Folge danach
neoklassische Wachstumsmodelle, um dann das Ganze nochmal in einem gemeinsamen Rahmen zu betrachten und uns auch mit kritischen Perspektiven wie der Postwachstumstheorie auseinanderzusetzen, die eben sagt, okay, hey, dieser Fokus auf Wachstum zum Erklären ist ja vielleicht okay, aber die normativen Implikationen, die da einhergehen oder die oft damit verbunden werden, dass wir immer wachsen müssen, das ist vielleicht problematisch. Diese Einschätzung kommt natürlich daher, dass viele Variablen, die hier jetzt keine Rolle gespielt haben, weder endogen noch exogen, wie zum Beispiel Energieverbrauch, Umweltverbrauch etc., hier noch gar keine Rolle gespielt haben, die auch einfach aus historischen Gründen die Leute, als diese Modelle entwickelt wurden, wahrscheinlich weniger interessiert haben, die heute aber durchaus relevant sind. Und deswegen ist es, denke ich, wird es dann nochmal richtig spannend, quasi sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Aber dazu müssen wir noch ein, zwei Schritte gehen. Und ich freue mich schon, nächste Woche dann quasi mit den klassischen Wachstumsmodellen da einen dieser weiteren Schritte dann zusammen mit Ihnen, mit euch gehen zu können. Und bis dahin, viel Spaß weiterhin und bleibt gesund und bis dann. Tschüss.